vielleicht so ein cooler T-Shirt noch vorher anziehen, oder? Ja. Ich habe nur nicht so ganz einen Schweiß an meiner Haut. Ende dieser Folge wird ja auch wieder rausgewählt. Schäfer Heinrich quält das jetzt schon. Wüsstest du jetzt gar nicht, wenn du nehmen würdest? Oder hast du auch? Ich hatte ja letztes Mal eine Zweitstimme Michael. Ja. Und dann Iris. Genau. Das wären meine beiden. Ich habe ja nichts gegen ihr, aber... Ich auch nicht, aber... Es passt nicht so. Ja, heute beim Interview sagt sie neben den Schäfer, so muss ich den Schweiß dann ertragen. Hast du gesagt? Mhm. Echt jetzt? Es war vor dem Spiel. Ja, dann hat sie aber mit der Lampe... Ich habe nur nicht so ganz einen Schweiß an meiner Haut. Ich bin über Iris sehr enttäuscht. Also diese Aussage hat mich sehr betroffen und gekränkt. Was ist sie denn? Ist sie was Besseres? Mhm. Hat sie das gesagt zu dir? Wie unverschämt wohl. Das geht gar nicht. Sorry, das sagt man nicht. Das ist unhöflich, unanständig und respektlos. Würde ich mir jetzt gar nicht zu Herzen nehmen, weil wie peinlich. Guck mal, das ist so, wenn man sowas sagt, das ist so etwas Ekelhaftes. Das macht man auf keinen Fall. Das geht gar nicht. Vor allem nicht bei Heinrich, der verteidigt sich doch nicht mal. Der ist einfach zu nett. Und deswegen, ich finde, das geht nicht. Lass uns wieder nicht ran. Nein, gar nicht so aus. Ja. Die denkt halt, sie ist die Queen. Hallo, Elis. Ja, das denkt sie. Mhm. Ja, Heimat deine Sterne. Ich habe viele, viele starke Gegner, obwohl es meine besten Freunde sind. Aber je weiter man will, je näher man zum Ende kommt, wird es immer gefährlicher. Schon morgens früh so schön sein, da versteht man jetzt vielleicht auch mal, warum manche Menschen ins Fernsehen dürfen und andere eben nicht. Iris, guten Morgen. Nichts, Herze. Nichts. Warum hast du mir heute Morgen keinen guten Morgen gesagt? Nee, ich ignoriere den Heinrich auch, weil egal, was ich sag, er rennt ja eh zu den anderen gleich und petzt dann und lästert und... Nö, das mag ich nicht. Auch Malkiel hat bei Iris heute Morgen einen Spitzenplatz auf ihrer Checklist. Ich versteh's nicht, weißt du, was kann man denn noch nicht mal guten Morgen sagen? Das sage ich lieber gar nichts. Dann können sie auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Denn alles, was ich sag, wird hier auf die Goldwaage gelegt. Iris kam mir entgegen. Er hat mir keinen guten Morgen gesagt. Ich habe zuerst hier guten Morgen Iris gesagt, gar nichts, stur wie. Ja, das geht gar nicht. Das ist hart. Ich sag guten Morgen Iris, gar nichts. Ist sie sauer auf dich auch? Ich glaube schon. Ja? Ja, auf Michael auch, den hat er auch nichts gesagt. Auch nicht? Ja, egal. Das bedrückt mich einfach. Ich bin eine Person, die keinen Streit haben kann. Das geht mir rein ins Herz, das kann ich nicht. Der empfindsame Heinrich versucht darum, in Friedensverhandlungen einzutreten. Iris, warum hast du mir denn heute Morgen keinen guten Morgen gesagt? Ich hab vergessen, sorry. Vergessen? Ja. Außerdem bin ich sehr enttäuscht halt von dir, dass du so die Gruppe gegen mich aufgebracht hast. Ich hab die Gruppe doch nicht gegen dich aufgebracht. Ja, doch. Ich hab halt eine Phobie gegen Körperflüssigkeiten von fremden Menschen. Ja, du, aber dann habe ich nur gesagt, geh ein Stückchen auf die Seite. Bin ich ja. Ja, also, wo war jetzt das Problem? Die Iris hat nicht so glücklich, so positiv reagiert, also blieb richtig auf ihren Standpunkt drauf sitzen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du zu jedem rennst und deswegen über mich schlecht redest. Das hat mich ein bisschen verletzt und enttäuscht. Das habe ich nicht, ich habe das nur gesagt. Die denkt, was will der blöde Schäfer denn vielleicht im Grunde? Das Wort Schweiß ist verletzend. Ja, transpiriert. Ich möchte diesen Transpirant nicht auf meiner Haut haben. Okay, dann entschuldige ich mich, dass ich deinen Schweiß nicht toll fand. Gut. Ich glaube nicht, dass sie das richtig so verstanden hat, dass mir das am Herzen liegt. Ich mochte den so. Ich wollte sogar eine Autogrammkarte von dem. Die will ich jetzt nicht mehr. Ja, wenn das so meinst, Entschuldigung. Ja, ist angenommen. Gut. Das sind so Animositäten, die entstehen zwischen Menschen, die hier auf engstem Raum zusammenleben müssen.
Naja. Und sich die Leute ja nicht aussuchen können. Also ich bin super enttäuscht von Iris, muss ich sagen. Aber so eine richtige Entschuldigung war das auch wieder nicht. Nee, nee. Also ich habe ein paar Mal die Augen verdrehen müssen, wo ich gedacht habe, also es wird nicht besser. Ich habe es ja nochmal versucht, den Guten und... Ja. Mehr kann man nicht machen. Nee, mehr kannst du nicht machen. Ich hätte doch keine Leute auf ihr auf. Nein. Das macht mich doch wieder immer wieder traurig, dass es Menschen gibt, die dann nicht mal ein bisschen Kritik einstecken können, obwohl ich ja gar keine Kritik, sie hat ja ihre Kritik geäußert. Ich habe das Elena erzählt und sonst keinen. Ah ja. Es ist ihre Masche. Sie haut was raus und schiebt dann die Schuld auf den anderen und versucht sich wieder in ein gutes Licht zu rücken. Und ganz ehrlich, wer das nicht kapiert, ja, ist wirklich strunzedumm. Malkiel hat die Faxen dicke. Wird er seine alte Freundin Iris gar noch nominieren? Elena, wenn man eine Entscheidung trifft, die man eigentlich nicht treffen wollte, muss man dann ein schlechtes Gewissen haben, wenn man trotzdem der Überzeugung ist, dass es richtig ist. So meinst du mit Iris? Ja. Scheiß drauf, ignoriert das. Probiert euch alle da nicht reinzusteigern. Nee, aber weißt du, es ist ja trotzdem so, dass ich sie ja sehr lange kenne, aber dass ich enttäuscht bin. Darf sie auch sein. Da ist mir dann auch ehrlich gesagt eine Freundschaft egal. Weil das ist so, das sind so hässliche Facetten, die möchte ich in meinem Leben nicht haben. Das kann ich auch als Begründung sagen. Klar, natürlich, natürlich. Malkiel lästerte sehr gerne, also langsam. Ich warte jetzt noch auf die nächste Stunde der Wahrheit und dann kann ich ihm da eine schöne Rede halten. Wir spielen gleich noch. Vergesst das nicht alle, sie kann sich safen. Ja, ja, klar. Also, jeder hat hier die gleiche Chance. Er wird sich noch so krass schneiden damit, mit dem, was er gerade durchzieht. Aber passt, er soll denken, dass es gut ist, was er macht. Da kennt er mich noch nicht.